Test, Test, hallo. Ah, guck mal. Wenn man das richtige Profil auswählt, dann funktioniert das auch. Das ist richtig crazy. So. So muss ich sitzen. Da ist die Kamera. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist Samstag, der 12. März 2022. Es ist 20:36 Uhr und ich darf euch begrüßen zum TLA-Wochenrückblick Nummer 11, 2022. Ja. Heute wird. Ja, heute wird. Weiß ich nicht. Unspektakulär, schätze ich mal. Ich weiß ja noch gar nicht, was ich jetzt irgendwie tun soll. Deswegen, ich nehme auch noch nicht auf. Wenn ihr dieses Video jetzt seht und es ist in Gurkenqualität, also in 720p, dann liegt es daran, dass es von Twitch exportiert worden ist. Das hat schlichtweg technische Gründe, warum es so ist und nicht besser geht. Ich kann es nicht ändern. Wobei man das eigentlich mal prüfen könnte. Es geht. Es geht. Okay, alles klar. So. Heute mit dabei ist der einzig wahre Tobi. Hallo, ich grüße dich. Ist gut. Es freut mich sehr, dass du dich dazu erbarmt hast, heute hier mit mir zu sitzen. Ne. Hilfe. Nein. Dieser Stream ist quasi so ein bisschen, ich will nicht sagen dazwischen geschoben, aber wenn ich jetzt quasi meine Woche, so wie wir es früher gemacht haben, von Mittwoch zu Mittwoch betrachte, ist meine Woche, da stecke ich jetzt noch mittendrin, unfassbar voll und unfassbar stressig. Aber auch unfassbar produktiv. Und das ist das Hauptaugenmerk, worauf ich Wert lege in diesem Fall. Auf das Thema Produktivität. Ich muss mal ganz kurz mal gucken. Wann war ich denn? Ah ja. So lange her, 22. Februar war ich in Hannover. Ich dachte, es wäre die letzte Woche gewesen, aber nee, war es nicht. Naja, wie auch immer. Das Highlight meiner vergangenen Woche war definitiv der. Ja. Gestrige Freitag. Und zwar der 11. März. Ich war nämlich wieder schön in der Nation unterwegs. Leute, die mir länger zuschauen oder die mir auch schon mal so zugehört haben oder mir auf Instagram folgen, die wissen, dass ich sehr gerne unterwegs bin. Im Namen meiner Firma oder anders gesagt für meine Firma, also quasi beruflich oder wie man so schön sagt, dienstlich. Und da kam es gestern zu einer schicken Tour, die mich nach Stuttgart und nach München geführt hat. Ich mache solche Touren ja aus einem ganz einfachen Grund sehr gerne, und zwar, du hast da einfach deine Ruhe. Du hast niemanden, der dir irgendwie auf den Zeiger geht oder so irgendwas in der Richtung. Das ist eigentlich ganz angenehm tatsächlich. Ich glaube, jeder, der so eine Gelegenheit schon mal gehabt hat, der weiß, was ich meine, und der weiß, wie sich das anfühlt.
seine Freiheiten zu haben auf einer dienstlichen Reise, also als Kontrastprogramm zu dem, was halt sonst regulär in deinem Büro so los ist. Da ist das schon ganz stark. Die Uhrzeiten sind manchmal ein bisschen unmenschlich, das gebe ich zu. Wie zum Beispiel gestern auch. Ich bin um 5 Uhr gestern Morgen losgefahren, weil wir dann was zu essen organisieren. Bin dann 2 Stunden erstmal durchgefahren. Hab dann so kurz vor Stuttgart habe ich dann mal eine Pause gemacht von 20 Minuten. Bin dann die letzte Viertelstunde zum ersten Kunden gefahren. War dann um Punkt 8 Uhr, so wie es ausgemacht war, bei meinem ersten Kunden in Stuttgart. Da habe ich dann 1,5 Stunden verbracht und bin dann weitergefahren zu meinem nächsten Kunden. Da habe ich zwischendurch immer noch mal Pause gemacht. Ich gucke mal gerade. Nach 1,5 Stunden auf dem Weg nach München habe ich dann noch mal Pause gemacht, weil ich 2 Telefonate führen musste. Und dann bin ich die letzte Stunde zum Kunden gefahren. Hab dort meine Arbeit erledigt und dann war mein Tag dienstlicherseits schon vorbei. Musste ich eigentlich nur noch nach Hause. Und da hat es sich dann zufälligerweise auch angeboten, dass ich noch beim guten Stefan, also 95XX, noch vorbeifahre. Und bei dem noch ein Käffchen trinke, also ein imaginäres Käffchen, weil ich habe kein Käffchen getrunken, sondern wir haben Kaffeestückchen vernascht. Und er hat mir seinen Hof gezeigt. Das war sehr toll. Das hat mir gefallen. Ja, und danach bin ich dann nach Hause gefahren. Und ich hätte, wenn bei uns zu Hause nicht alles so bergig wäre, hätte ich tatsächlich alles mit einer Tankfüllung geschafft. Aber es hat dann 60 Kilometer vor Ende dann tatsächlich nicht mehr gereicht. Und ich musste dann von der Autobahn runter und tanken fahren. Aber ansonsten, sehr geiler Tag. 5 Uhr los, wann war ich zu Hause? Um 8:45, glaube ich. 16-Stunden-Tage, ich liebe sie. Und als einen kleinen Ausblick kann ich schon mal für die nächste Woche geben: Montag, Dienstag wird eine Zweitagestour. Auf einem Niveau, das das Doppelte davon ist. Und da freue ich mich auch drauf. Aber die Uhrzeit am Montag wird noch unmenschlicher. Da möchte ich mich nicht um 5, sondern schon um 4 Uhr wegfahren. Wenn das reicht. Das muss ich jetzt Nee. dann quasi gleich noch prüfen. Aber das sollte kein Problem sein. Problem. Problem. Exakt. Ja, ich überlege gerade, was waren in dieser Woche sonst noch bemerkenswert? An für sich nicht wirklich viel. Vielleicht, diese technische Umstellung bei mir mit der Streamtechnik und so weiter, da habe ich am Mittwoch ja was dazu erzählt in der Gaming-Show. Mit dem rausgekommenen Ergebnis bin ich tatsächlich sehr zufrieden. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich mir das so genau angeguckt habe, fällt mir jetzt mal gerade auf. Möchte ich mal so sagen. In den Raum reinstellen. Genau. Immer mitten in den Raum rein. Wie es so schön heißt. Also, man merkt vielleicht, ich bin ein kleines bisschen geplättet, aber nur so ein bisschen. Bieselchen. Und deswegen werde ich auch morgen mal den Tag mal ordentlich nutzen,
um ein bisschen Kraft zu tanken. Das große Problem ist halt, dass ich morgen Abend Spätschicht an der Tankstelle habe. Ich war am Überlegen, ob ich frage, ob ich es verschieben kann. Aber das wäre zu asozial. Leute, die so nicht mal 24 Stunden vorm Dienst fragen, jo, hätte jemand anderes Bock? Ich hasse das ja selber, wenn das andere Leute machen und deswegen will ich das nicht auch noch tun. Wenn ich das getan hätte, hätte ich mir für die kommenden 3 Tage völlig andere Möglichkeiten eingeräumt. Aber es ist manchmal leider einfach unglücklicher Zufall oder wie ich zu sagen pflege, Schicksal. Oder wie andere Leute sagen würden, Pech. Oder wie noch Ja, ganz andere Leute, oder wie noch ganz andere Leute sagen würden, haha. Genau. Das sind dann meistens Hater, die das dann sagen. Aber ansonsten mache ich das, was ich mache im Moment, immer noch sehr gerne. Ich möchte jetzt da nicht auf Details eingehen, warum ich schlechte Laune habe für die nächste Woche. Aber Runde. ich bin, genau, es gibt da Gründe dafür. Aber ich versuche, also ich habe vielleicht die Hoffnung, dass ich das die nächste Woche irgendwie dann wieder reinholen kann. Das große Problem, das ich immer noch vor mir herschiebe, ist folgendes. Das gebe ich jetzt ganz offen zu. Ich schreibe am 30. März Zwischenprüfung. Die ist relevant. Denkst du, ich hätte dafür bis jetzt eine Sekunde gelernt? Nein. Das ist es. Ich kann mich auch dafür irgendwie nicht motivieren. Und ich, das viel, das viel, das noch viel größere Problem ist, bis zu diesem Zeitpunkt muss meine Wochendokumentation, als Auszubildender musst du ja so ein Ausbildungsberichtsheft führen, wo du wochenweise reinschreibst, was du machst oder was du gemacht hast in dieser Woche. Da bin ich bei, ich glaube, März 2020 im Moment. Und die einzige Grundlage an Informationen, die ich habe, zu dem, was ich gemacht habe, ist das Ticketsystem. Und in das Ticketsystem kann ich nur reinschauen, während ich auf der Arbeit bin. Also muss ich quasi mein Berichtsheft im Moment nachschreiben, während ich auf der Arbeit bin. Aber da habe ich ja eigentlich andere Sachen zu tun. Und jetzt, wo ich unterwegs bin, kann ich auch nicht Berichtsheft schreiben, selbst wenn ich irgendwo im Hotel wäre, weil ich ja keinen Zugriff auf das Ticketsystem habe, weil ich ja nicht in meinem Arbeitsnetz drin bin. Und Kreis. diese Verkettung von einigen Umständen löst in mir Stress aus. Und das finde ich nicht gut. Und diesen Stress, den habe ich jetzt schon seit ungefähr 2 Wochen. So immer so grundlegend, so ganz bisschen. Ich habe am Anfang des Jahres gesagt, ich will mir keinen Stress mehr machen. Aber das Problem ist, auf der einen Seite spielen dann wieder persönliche Interessen mit. Auf der anderen Seite spielen dann wieder so Sachen mit wie Sachen, Alter, du hast jetzt voll Bock drauf, du willst das jetzt unbedingt machen. Dann spielen wieder so Sachen mit, schlechte Eigenschaft, wie du willst nicht, dass es andere Leute machen, weil du selber Besitz für eine Sache ergreifen möchtest, die eigentlich gar nicht dir gehört, weil du genau weißt, dass wenn sie von anderen Sachen, von anderen Leuten benutzt wird, sie ich will jetzt nicht sagen, in Schutt und Asche wieder zurückkommt, aber ich hasse es, wenn andere Leute unseren Transporter fahren. Und deswegen mache ich mich jetzt die Woche rund, nur damit kein anderer dieses Auto fährt. Kann mich bitte jemand erschießen? Dankeschön. Aber ich bleibe dabei, Transporter fahren ist immer noch schweinegeil. So ist es nicht. Endigt der Transporter. Wie gesagt, ich bin ja auch im Moment ein Spiel am Spielen, mit großer Begeisterung. Ich sage noch nicht, um was es geht. Wenn ich das schon getan habe, dann könntet ihr es herausfinden oder könntet ihr es ja wissen. Aber wer es nicht weiß, der wird es auch so schnell nicht erfahren. Ich werde dieses Spiel zuerst einmal durchspielen und dann werden wir es im Stream noch einmal durchspielen und zwar komplett. Dann gibt es mal ein paar Mittwoche nur das.
Und wenn das dann durch ist, dann gibt's mal wieder dann reguläres Programm. Oder so ähnlich, hätte ich gesagt. Oder wir machen das noch anders. Ich gehe tatsächlich hin und nehme mir für dieses Spiel einen anderen Wochentag raus, wo ich dann quasi eine Zeit lang dann noch, sag ich mal, zum Beispiel montags dann streame, um dieses Spiel dann zu zeigen. Und dann haben wir mittwochs die ganz normale Gaming-Show und dann halt, ne, und so weiter und so fort. Bisschen Story-Game. Da wäre so ein extra Tag eigentlich auch ganz gut. Da will ich nämlich das Ganze auch alleine machen, weil das ist ein Singleplayer-Game und da will ich auch niemanden anders dabei haben, der da irgendwie dazwischen quakt, sondern damit ich mich wirklich wie bei Outlast ganz am Anfang tatsächlich auf das Game konzentrieren kann. Also das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, das gebe ich zu. Aber ich finde, es muss, also das ist auch so ein Wunsch von mir. Ich will da nochmal den Fokus tatsächlich auf mich und das Spiel lenken. Nicht auf. Ich bin ein Community-Mensch, ich bin ein Gemeinschaftsmensch, der gerne Sachen mit anderen Leuten zusammen macht. In diesem Fall hätte ich aber da tatsächlich gerne meine Ruhe. Da setze ich mich dann auch nicht in irgendeinen Voice und warte dann, bis irgendwie random jemand dazukommt, weil dann reden wir wieder über andere Sachen. Dann lenke ich den Fokus wieder vom Spiel weg und das will ich da nicht, weil dieses Spiel ist bis jetzt, ich habe so roundabout 6 Stunden gespielt. Ich habe nachgeschaut, die Story soll wohl so 10 Stunden dauern. Also, wenn man quasi sagen würde, man streamt jede Woche 1 Stunde dieses Spiels, würde es quasi 10 Wochen, 10 bis 11 Wochen dauern, bis man dieses Spiel komplett durch hat. So. Es wird wahrscheinlich mehr und es werden auch wahrscheinlich nicht immer 1 Stunde pro Woche, sondern vielleicht 2. Dann sind wir in 5 Wochen durch. Das müssen wir gucken, wie je nachdem, wie es sich anbietet. Und wie viele Folgen ich draus mache, das wäre halt dann auch so eine Sache, dass man vielleicht sagt, ich kürze Sachen. Ja. Genau. Jetzt habe ich mich wieder da verrannt bei dem, was ich erzählen wollte. Wie bin ich jetzt eigentlich gekommen von, ich habe noch nicht für die Berufsschule gelernt, zu, ich spiele ein Story-Game? Es waren jetzt 5 Minuten, ich bin komplett lost. Meine Birne ist matsch. Weil ich mir heute wieder über so viele Sachen Gedanken gemacht habe. Ich war heute auch wieder 4 Stunden an der Tankstelle. Morgen sogar 5. Vielleicht, weil ich darauf einfach keinen Bock habe. Weil ich mich. Nee, es lässt sich alles zurück eindampfen auf die Tatsache, dass ich keine Lust habe. Oder nee, andersrum. Nein. Auf die Tatsache, dass ich jetzt schlecht gelaunt bin, weil Sachen nicht so passen, wie ich sie mir gewünscht habe, beziehungsweise schon vorgeplant habe. Nicht endgültig, sondern vorgeplant. Und dann, wie ich zu sagen pflege, Pläne sind dafür da, um sie über den Haufen zu werfen, weil ich jetzt genau das tun muss. Und das ärgert mich. Und wer ist schuld dran? Die Firma. Aber sind wir doch mal ehrlich, so ist das Leben. Nur, so wie ich mich kenne, wird dann eine Sache, die damit im Zusammenhang steht, die in der Zukunft schon vorgeplant ist, bei meinem Pech, das ich habe, auch nicht zustande kommen, weil dann wieder andere Dinge passieren. Die dann, ja, dem wieder entgegenstehen. Aber das möchte ich jetzt nicht hier offenbaren, das werde ich dir, mein Lieber, werde ich das nach dem Stream erzählen, wenn du das hören möchtest. Ansonsten muss ich mich damit alleine zurechtfinden, weil auch das gehört im Leben dazu. Alleine zurechtfinden und für Sachen einzustehen, die man
zwar nicht selbst verbockt hat, aber an denen man selber auch mit beteiligt ist. Oder wie, ich glaube, Nico Semsrott war es, tituliert hat, Freude ist nur ein Mangel an Information. Und die Freude, die ich vor 2 Tagen noch hatte, wurde durch die Information, die ich heute bekommen habe, quasi pulverisiert. Das trifft es eigentlich ziemlich gut. Deswegen, ich bin mal gespannt, was ich jetzt Standpunkt jetzt heute in einer Woche erzählen kann. Wenn ich sogar meinen Schichtplan richtig im Kopf habe, könnte es am nächsten Wochenende sogar 2 Streams geben, weil ich beide Tage Zeit habe. Ich nehme das nicht auch einen Tag Zeit zum Lernen. Das wäre mal auch eine Maßnahme. Also ich werde mir auf jeden Fall nicht die nächste Woche, sondern die übernächste Woche wirklich, wirklich, wirklich da Zeit nehmen. Beziehungsweise halt einfach auch durchlesen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, so war es in meiner Schulzeit die ganze Zeit schon. Ich habe jetzt noch nie eine Zwischenprüfung geschrieben, aber ich habe ein nicht gerade schlechtes Abitur auf die gleiche Art und Weise geschafft mit, ich lese mir Sachen durch und denke mir, ja, kannst du doch. Ich bin ein Mensch, bei dem das kurioserweise funktioniert. Viele Sachen, wir haben eine Vorabprüfung bekommen, viele Sachen lassen sich durch gesunden Menschenverstand und Nachdenken und fachliches Wissen, was du dir sowieso schon angeeignet hast, beantworten. Definitionen? Ja, gut. Wenn du die Definition nicht kennst, um einen Satz meines alten Oberstufen-Mathe-Lehrers zu zitieren, wenn du Definition nicht weißt, dann rate ich Mut zur Lücke. So ist es einfach, weil Definition ist, entweder du weißt es oder nicht. Da gibt es keinen dazwischen. Du kannst auch nicht selber Sachen definieren. So, also deine eigene Definition definieren. So, das ist dann so eine vage Formulierung von hinten durch die Brust ins Auge, wie mein alter Deutschlehrer gesagt hat. Oder einer davon. Ich hatte ja mehrere. Das ist ein Typ, mit dem ich menschlich gut klargekommen bin, der mich aber irgendwie nie leiden konnte, weil er mir immer schlechte Noten gegeben hat. Beziehungsweise liegt es eigentlich eher daran, weil meine Ansichten in meinen Texten immer nicht denen von ihm entsprochen haben. Ich habe jetzt im Nachhinein auch verstanden, warum. Weißt du, was eine literarische Erörterung ist? Ja. Weißt du? Ja. Gut. Ich habe die literarische Erörterung immer so verstanden und auch so geschrieben. Was ist das denn jetzt? Ich habe die literarische Erörterung immer so verstanden und geschrieben, dass ich aus meiner Sicht erzählen soll, wie was vonstatten geht. Was mir im Nachhinein erst bewusst wurde, weil das nie jemand gesagt hat, der Sinn davon ist nicht, das aus deiner Sicht zu schreiben, sondern aus der Sicht des Autors, was sich der Autor dabei gedacht hat. Ja, was er damit sagen möchte. Wo ich mir denke, was ist das für eine behinderte Aufgabe? Woher soll ich wissen, ich, der sich am allerbesten, also wirklich am allerbesten in andere Menschen reinversetzen kann, der Gefühle natürlich absolut auf den ersten Blick versteht, der versteckte Späße auf jeden Fall direkt zuerst enttarnt. Nee. Ja, wie soll ich als so jemand sich in den Autor reinversetzen, der von mir aus auch schon gar nicht mehr lebt? Woher soll ich wissen, wie Faust gedacht hat? Nein, wie Johann Wolfgang von... Scheiße, war es Goethe? Ja doch, es war Goethe, der Faust geschrieben hat. Ich hasse dieses Buch. Ich hasse so viele Bücher, die wir in der Schule behandelt haben. Weil ich da so viel schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Einfach weil du so wirklich... Ne? Woher soll ich wissen, wie Goethe denkt? Der Typ ist seit über 100 Jahren, nee, noch länger, seit über, Nein, eigentlich quasi musst du raten, was er gedacht hat, worauf das hinaus laufen soll. Ja, und wer gibt den Maßstab vor? Der Deutschlehrer. Und woher will der wissen, wie Goethe gedacht hat? Der weiß es doch auch nicht. Es kann mir niemand Lebendes auf dieser Welt erzählen, dass jemand zu 100% weiß, wie Goethe gedacht hat. Es kann mir kein Mensch erzählen. Und es kann mir auch kein Deutschlehrer dieser Welt erzählen, dass jemand weiß, wie ein Autor, der von mir aus auch noch lebt, über seine Bücher denkt. Das kann mir absolut niemand erzählen.
Es gibt da so ein wunderschönes Bild. Das habe ich meinem ehemaligen Deutschlehrer, mit dem ich nie zurechtgekommen bin, mal ausgedruckt unter der Tür durchgeschoben. Schnittmengen. Das Buch. Linke Seite. Der Autor. Aussage. Nein, also es steht oben eine Aussage geschnitten. Die Gardinen, also in seinem Zimmer hingen blaue Gardinen. Interpretation des Deutschlehrers. Aufgrund von einer destabilen Psyche und mangelndem Selbstwertgefühl und Melancholie, tralalabums hier und so weiter, sind die blauen Gardinen ein Zeichen der, seelischen Verlorenheit des Autors und dadurch auch der Figur. Andere Seite. Was sich der Autor bei der Textzeile dachte. Die Gardinen sind blau, weil blau eine schöne Farbe ist. Punkt. Warum muss in alles Mögliche irgendwas reininterpretiert werden? Das ist völliger Bullshit in meinen Augen. Das ist ja langweilig. Ja, genau das. Und das sind so Sachen, über die ich mich aufrege. Und das Schlimme ist, wenn du so eine schlechte Woche hast, es war jetzt ja keine schlechte Woche in dem Sinn, sondern es wird eine schlechte Woche in dem Sinn. Wenn du, um jetzt nochmal zurück zum Wochenrückblicken zu kommen, wenn du da dann immer wieder dran denkst, dann kommt das natürlich alles immer wieder hoch und das zieht dich runter, in diesem Fall mich. Ich weiß ja nicht, ob das bei anderen Leuten auch so ist, aber sowas nimmt einem die Energie. So, zurück zur Zwischenprüfung. Ich bin der Meinung, dass ich, wenn ich mir die wichtigsten Sachen nochmal anschaue, ich lese von mir diese 600 Seiten Buch nochmal durch, so im Skimming-Verfahren. Ja. Es gibt, aus dem Englischen gibt es so eine Leseverstehenstechnik, die nennt sich Skimming and Scanning. Beim Skimming gehst du durch die ganzen Sachen erstmal so grob durch, um so einen Überblick zu erhalten. Beim Scanning suchst du dann nach Details, wenn du die Fragestellung bekommen hast, suchst du nach Details, um diese Fragen zu beantworten. Skimming reicht eigentlich bei Menschen mit einem relativ schnellen Verständnis, zu denen ich mich zähle, reicht aus, um 85% der Informationen aufzuschnappen. Die restlichen 15% weißt du entweder oder du weißt sie halt nicht. Also das sind dann nochmal so andere Prozentpräferenzen. 5% sind Sachen, die kannst du nicht wissen. Und die anderen 10%, das sind Sachen, die weißt du dann schon vorher, ohne dass du dieses Buch, also ich persönlich bin der Meinung, in dem einen Teil dieser Abschlussprüfung, die wir schon bekommen haben, bist du in der Lage, 15% aller Sachen zu beantworten, oder nee, eigentlich noch mehr, so 25% aller Sachen zu beantworten, wenn du in einem IT-Beruf arbeitest, schon mindestens ein Jahr lang, ohne jemals vorher das Buch dazu gelesen zu haben. Bin ich absolut zu 100% davon überzeugt. Klar, so an die Prüfung ranzugehen, ist jetzt vielleicht ein bisschen Pokerei, das gebe ich zu. Aber es ist für mich der wenn ich jetzt sage, der einfachste Weg, werde ich hingestellt als fauler Sack. Für mich der geschickteste Weg, weil ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wenn ich mir Sachen reinprügele, bringt das nichts. Das ist eher sogar ein negativer Nebeneffekt. Also nee, das hat dann eher sogar negative Folgen. Weil dann merkst du, du prügelst dir dann Sachen rein, dann hast du irgendwann zu viel Informationen, beziehungsweise du hast dann eine Sache, von der du genau weißt, du hast es jetzt versucht, aber du kriegst es so oder so nicht hin, dann machst du dich damit wild und das hat dann auch Auswirkungen auf den Rest, den du dir gemerkt hast, dass du den dann irgendwann dann auch verlierst, weil die Gedanken an das mögliche Scheitern, dadurch, dass du eine Sache reingeprügelt hast, die du nicht kannst und nach dem Prügeln immer noch nicht kannst, hast du quasi dadurch die Sachen, die du kannst, aus deinem Gehirn rausgeprügelt. Was hast du dabei gewonnen? Nichts. Schreibt mal gerne in die Kommentare unter dieses Video, welche Art Lerntyp ihr seid. Ich bin jemand, dem reicht eigentlich tatsächlich Durchlesen. Wenn ich mir Sachen anhöre, lerne ich eigentlich tatsächlich gar nichts. Wenn es um praktische Sachen geht, lerne ich es, indem ich es am besten einfach mache. Nee, lerne ich es am besten, indem ich es einfach mache, so rum. Und diesen Fall hatte ich jetzt tatsächlich auch immer wieder auf Arbeit. Du kleine Scheißfliege, würdest du dich bitte aus meinem Leben verpissen? Das wäre sehr toll. Ja.
Was soll ich sagen? Ich glaube, ich habe mich genug aufgeregt für den Moment. Was meinst du? Ja, ich glaube schon. Ich habe mich ein Bevor du bisschen. noch mehr abdriftest. Ich habe ja, ich habe mich mal wieder ein bisschen gut ausgekotzt. Aber ich finde, das muss auch manchmal sein. Wir hatten die eine oder andere Aufregerfolge im Podcast drin, im TLA Molotalk Mittwoch. Ja. Nee, der hieß nicht TLA Molotalk Mittwoch, der hieß nur Molotalk Mittwoch. Egal. Wenn ihr den Podcast nicht kennt, hört ihn euch an. Auf Spotify und so weiter und so fort, hier auch hier auf YouTube überall alles zu finden. Aber mal weg von mir, kommen wir zu dir. Wie waren denn deine letzten 7 Tage? Seit Montag in Quarantäne, weil ich schon wieder Corona habe. Nice Sache. Ja. Beantworte mir die Frage, wie schmeckt Papier? Kann dich. Du müsstest jetzt sagen, wie Schnitzel, weil es schmeckt eh alles gleich. Wow. Nach Hühnchen, wenn du ke genug Ketchup drauf machst. Ja. Jeder, der weiß, worauf das eine Anspielung ist, der gibt jetzt schon mal bitte einen Daumen nach oben für das Video. Dankeschön. Ja, aber ansonsten geht's dir gut oder bist du irgendwie mit Nebeneffekten dieser lustigen Erkrankung behaftet? Ich hab Husten. Mehr ist es nicht bis jetzt, zum Husten, er Glück. hat ein Problem. So, Genau. natürlich musste dieser Witz an dieser Stelle kommen. Ne. Das ist ja sowas von klar. Ja. Ja, das ist doch toll. Megamäßig. So. Ich habe mir letztens wieder vorgestellt, ich hätte gerne ein echtes Bisasam. Also ein echtes, echtes. Ne. Es würde jetzt da neben mir auf dem Boden sitzen und mich anbleppen, wie Erich sagt. Ich würde jetzt gerade Photosynthese betreiben. Nee, würde es nicht. Es ist nämlich dunkel. Im Dunkeln ist zwar gut munkeln, aber eher schlecht Photosynthese zu betreiben. Weil für Photosynthese brauchst du nochmal motherfucking Licht. Du hast eine Lampe. Ob das funktioniert, ist die andere Sache. Das war laut. Okay. Ja. Endlose Schweigen. Also für alle, die es interessiert, ich habe hier gerade noch meine Tour offen. Die Tour gestern waren 979 Kilometer und 10 Stunden 54, also sagen wir 11 Stunden fahren. Da hätte sie ja noch nach Luxemburg fahren können zum Tanken. Nee, da wäre ich ja nicht mehr hingekommen. Das hätte ja nicht gereicht. Wenn ich in Grünstadt tanken muss, ja, dann werde ich definitiv nicht bis nach Luxemburg kommen. Aber ja, so ist das. Hast du sonst noch was zu erzählen? Irgendwie eine Anekdote, ein Schwenk aus deiner Jugend, ein Witz, eine Weisheit. Besser Corona trinken als Corona haben. Stark, sehr stark. Ich weiß. Ich denke, es wird ja nichts mehr als das heute. Wir sollten es dabei belassen. Ich möchte auch kein Fazit ziehen, sondern ich möchte nur eine Sache noch mit auf den Weg geben. Manche Wochen sind gut und andere nicht. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Folgt dem Kanal bei Twitch. Ihr seht jetzt noch den Endscreen. Und danke an Tobi fürs Woche Revue passieren lassen. Danke, dass mir mal jemand zugehört hat.
beim Auskotzen. Ich brauche das ab und zu. Und das gebe ich euch noch als Tipp mit am Schluss in der Endcard. Kotzt euch ruhig mal aus bei einer Person eurer Wahl. Einer Person, der ihr vertraut, der ihr nahe steht. Das tut euch gut. Ihr müsst das Fass, was sich in euch befindet, in dem es immer kontinuierlich reintropft, dem müsst ihr mal Luft lassen und da mal ablassen. Macht das. Und mit diesem Wort wünschen wir euch noch, oder wünsche ich euch jetzt noch, einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Kanal abonnieren, Daumen nach oben, kommentieren, Twitch folgen, Discord-Server anschauen und freut euch eures Lebens. Seid froh. Seid froh. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.